Ich mache jetzt seit anderthalb Jahren diese Videos und trotzdem gibt es immer noch Dinge auf YouTube, die ich einfach nicht verstehe. Zum Beispiel Reaction-Videos. Ich verstehe es nicht. Die Idee ist folgende. Ein YouTuber filmt sich dabei, wie er andere YouTube-Videos anschaut und erzählt dabei, wie er sie findet. Konkret sieht das dann etwa folgendermaßen aus. So, stopp mal an der Stelle. Ey, nice. Zu wild. Ey, wie es die Waffel umgehauen hat, das hat mich echt umgehauen. Ich glaube, das ist echt das Niceste, was ich 2021 bis jetzt auf YouTube gesehen habe, Freunde. Echt nice. Und die Leute schauen sich sowas tatsächlich an. Reaction-Videos. Bescheuert. Lächerlich. Komplett unnötig. Das muss ich unbedingt auch machen. Grüß euch, liebe Leute. Ich bin Schneider und ihr seht Schneiders Inputs über Gott und die Welt. Diesen Herrn möchte ich euch gerne vorstellen. Sein Name ist Philipp Müller. Er ist Satiriker und Buchautor und leidenschaftlicher Religionshasser. Tatsächlich erzählt er im Internet und im Fernsehen liebend gerne, warum Religion was Schlechtes und Glaube Unsinn ist. Ich wollte heute eigentlich mit euch einen kurzen Vortrag von Müller angucken und darauf reagieren, habe mir jetzt aber kurzfristig überlegt, dass es vielleicht spannender ist, euch Schnipsel aus zwei verschiedenen Videos von Müller zu zeigen, quasi seine zwei besten Argumente, und euch dann zu sagen, was ich davon halte. Nämlich nicht viel. Ich werde euch dann als drittes noch ein Argument zeigen, das nicht von Müller kommt, sondern vom YouTuber Peter Frahm, das aber so gut ist, dass ich es nicht weglassen konnte. Und damit genug der Vorrede, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Lasst uns loslegen. Ich beschäftige mich seit 2008 mit dem Thema, war 2009 Pressesprecher der säkularen Buskampagne. Wir sind mit dem Bus durch die Gegend gefahren, wo drauf steht, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Groß. Also chill mal und genieß dein Leben. Groß. So, jetzt chillt bitte alle erstmal und genießt euer Leben. Chillt mal. Chillt. Also die Behauptung von Möller dürfte klar sein, wenn du dein Leben genießen möchtest, solltest du besser nicht gläubig sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Möller sich da vorstellt. Dass gläubige Menschen keinen Spaß haben dürfen? Dass wir den ganzen Tag in der Kirche rumhocken, dass wir permanent beten, dass wir ständig Schiss haben, dass wir nicht in den Himmel kommen, wenn wir mal was falsch machen? Lieber Herr Müller, wir schreiben das Jahr 2021, nicht 1021. Also ich kann nur von mir selber sagen, dass der Glaube mir sogar extrem dabei hilft zu chillen. Die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, dass die Liebe, die ich in diesem Leben gebe und empfange, nicht mit dem Tod plötzlich weg und damit irgendwie sinnlos ist. Das lässt mich extrem chillen. Der Glaube, dass immer einer hinter mir steht, selbst wenn alle Menschen gegen mich sind. Dass ich geliebt bin, selbst wenn ich gar nichts hinkriege und mich fühle wie Dreck. Extrem gechillte Lage, Freunde. Groß. Aber nein, chillt lieber nach Art Philipp Möller. Chillt mal und genießt euer Leben, denn danach kommt nichts mehr. Chillt mal. Wenn alle euch hassen, dann ist es halt so. Genießt euer Leben, auch wenn ihr null damit klarkommt und keiner euch hilft. Chillt. In einem anderen Interview, das ich euch jetzt nicht zeige, meinte Möller mal, dass er in seinem Leben bis jetzt noch nicht wirklich großes Leid erfahren musste. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Denn wenn bei dir alles immer prima läuft, dann ist es halt leicht zu sagen, chillt mal und genießt euer Leben. Soweit einverstanden? Großartig. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Argument, und zwar zu einem echten Knaller. Zu dem Argument gegen den Glauben, das man heutzutage am häufigsten hört. Wieso sind Sie der Auffassung, dass es keinen Gott gibt? Nun, ich bin genauso Atheist, um es mit den Worten von Richard Dawkins zu sagen, wie ich Atheist bin. Ich glaube genauso wenig an Gott, wie ich an Feen glaube oder eben an andere Gestalten. Und es gilt der sehr, sehr einfache Grundsatz, wer eine Behauptung aufstellt, der muss sie auch belegen. Und wenn er sie nicht belegen kann, gehe ich erst mal davon aus, dass es nicht so ist. Also denn die Religion stellt eine Behauptung auf, es gibt Gott und Sie verlangen von der Religion, dass sie das belegen muss, dass es Gott gibt. Ja. Wir stellen die Behauptung auf, dass es Gott gibt, und weil wir die Behauptung aufstellen, müssen wir sie auch beweisen, und das geht natürlich nicht. Ja, mit der Argumentation von Möller gibt es gleich mehrere Probleme. Problem Nummer eins, Glaube ist keine Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft stelle ich Thesen auf und versuche dann die Thesen zu beweisen, aber Glaube ist keine Wissenschaft. Glaube entsteht, wenn Menschen lebensverändernde Erfahrungen mit einer höheren Macht machen, die wir Gott nennen. Die Erfahrungen sind so real wie die Erfahrung, dass es hier in meinem Büro bullenheiß ist und ich schwitze wie Sau. Wenn ich behaupte, dass meine Frau mich liebt, sagst du dann, ha, das beweis mir erstmal? Das kann ich dir ja gar nicht beweisen.
Das heißt aber noch lange nicht, dass es fake ist. Und übrigens, im Gegensatz zu Gott haben meines Wissens bisher nur relativ wenige Menschen lebensverändernde Erfahrungen mit Feen gemacht. Darum ist es auch ziemlich bescheuert, Gott in einen Topf mit Feen zu werfen. Problem Nummer 2. Wenn hier jemand eine Beweispflicht hat, dann derjenige, der mit der Meinung der anderen Menschen nicht leben kann und immer versucht, die anderen Menschen umzustimmen oder sogar öffentlich über sie herzieht. Also ich sage euch, der Möller, der macht sich teilweise echt extrem lustig über uns Christen. Also wirklich Humor, der unter die Gürtellinie geht. Wenn ich so über die Atheisten sprechen würde, wie er über die Christen spricht, dann käme gleich der Shitstorm. Schneider, wie können Sie nur so über die ungläubigen Menschen sprechen? Ihr Christen seid ja so intolerant. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mich mit 4 Leuten unterhalten. Und es war dann tatsächlich so, dass die 4 Leute so wie um mich rum standen und ich so ein bisschen in der Mitte. Und dann kamen wir aufs Thema Glauben zu sprechen. Und dann haben die 4 mich wie aus allen Himmelsrichtungen bombardiert mit Totschlagargumenten, warum mein Glaube doch Bullshit ist. Ich kam gar nicht zu Wort. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass so eine Situation mit dem Ungläubigen in der Mitte und den Christen um ihn herum, die auf ihn eindreschen, eher die Ausnahme in unserem Breitengraden ist. Wer hat da jetzt die Beweispflicht? Problem Nummer 3. Möller tut ein bisschen so, als würden wir Christen immer eine Behauptung aufstellen und die Atheisten aber nicht. Die Atheisten würden immer nur reagieren. Das stimmt aber nicht. Möller selber stellt zum Beispiel die Grundbehauptung auf, dass Dinge, die nicht beweisbar sind, wahrscheinlich nicht existieren. Und das ist für mich die absurdeste Behauptung hier. Und die soll er mir erstmal beweisen. Boah, stopp mal an der Stelle. Ey, nice. Ey, zu wild. Was für ein nices Video. Hey, wenn es euch auch so gut gefällt wie mir, unbedingt auf Abonnieren klicken. Und dann verpasst ihr kein neues Video vom Schneider. Und außerdem helft ihr ihm dabei, immer mehr Leute mit seiner Message zu erreichen. Ey, Hammer. Unbedingt auf Abonnieren klicken. Seid ihr noch bei mir? Großartig. Dann hören wir jetzt mal auf zu Möller und gucken uns das Argument von Peter Frahm an. Das geht nämlich ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Frahm, da Sie laut einem Ihrer letzten Videos nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, frage ich mich, ob Sie denn wenigstens an Gott glauben. Und da direkt mal eine Gegenfrage, welchen Gott meinen Sie denn genau von den ca. 5000 Göttern der Menschheitsgeschichte? Ja, meinen Sie vielleicht Zeus oder Apollo oder Wotan oder Krishna oder Shiva? Ja, Spaß beiseite. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie den christlichen Gott meinen. Und dazu kann ich sagen, an den glaube ich nicht, aber ich glaube auch nicht an die anderen 4.999. Das heißt, ich lehne nicht wie Sie, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, aufgrund der Frage, dass Sie gläubig sind. Ja? Also ich lehne nicht wie Sie nur 4.999 von diesen behaupteten 5.000 Göttern ab, sondern einfach noch einen mehr, also alle 5.000. Ja, die Frage ist schon berechtigt. Es gibt einen Haufen unterschiedlicher Religionen mit ihren jeweils eigenen Göttern. Wieso sollte ausgerechnet unser Gott echt sein, während die vielen anderen fake sind? Naja, da gibt es tatsächlich einige Gründe. Zunächst mal muss man prinzipiell unterscheiden zwischen auf der einen Seite Judentum, Christentum und Islam und auf der anderen Seite allen anderen Religionen der Menschheitsgeschichte. Es ist nämlich so, bei diesen ganzen anderen Religionen gibt es immer eine Vielzahl an Göttern. Die sind zuständig für Länder und Flüsse und einzelne Bäume. Die leben immer an einem konkreten Ort und chillen da. Und über diese Gottheiten gibt es eben farbenfrohe, abgefahrene Geschichten, sogenannte Mythen, die null für sich beanspruchen, in irgendeiner Form historisch zu sein, also echt passiert zu sein. Es gibt bei diesen ganzen anderen Religionen praktisch keine nennenswerten Aufzeichnungen über Leute, die es wirklich gegeben hat, und die mit diesen Gottheiten lebensverändernde persönliche Erfahrungen gemacht hätten. Bei Judentum, Christentum und Islam auf der anderen Seite ist es was völlig anderes. Die Bibel zum Beispiel ist knackvoll mit Geschichten von Menschen, die es wirklich gegeben hat und die in ihrem Leben eine krasse Erfahrung mit einer höheren Macht gemacht haben, die dieser höheren Macht wirklich begegnet sind. Und es hat auch nach der Bibel nicht aufgehört. Bis heute begegnen Menschen aus diesen 3 Religionen jeden Tag dieser höheren Macht. Gehe ich also von 3 verschiedenen Göttern aus, dem von den Juden, dem von den Christen und dem von den Muslimen? Das ist natürlich Quatsch. Punkt 1, das Christentum ist aus dem Judentum heraus entstanden. Wir Christen glauben also safe schon mal an denselben Gott, an den auch die Juden glauben. Punkt 2, der Islam ist aus dem Christentum und dem Judentum heraus entstanden. Natürlich stellen sich die Muslime ihren Gott Allah heute ein bisschen anders vor, als wir uns Gott vorstellen. Da gibt es schon Unterschiede.
Das kommt aber daher, dass Gott halt nicht in Worten zu uns spricht, die wir mit unseren Ohren hören können und dann ist alles klar und eindeutig. Es ist halt eben möglich, Gott unterschiedlich zu verstehen, seine Zeichen unterschiedlich zu interpretieren und so entstehen dann unterschiedliche Gottesbilder, Gott und Allah. Es gibt aber trotzdem nur ein göttliches Wesen und entweder sind eben die Muslime näher an der Wahrheit dran oder wir Christen. Ich glaube, dass wir Christen näher an der Wahrheit sind, weil wir uns auf Jesus berufen. Und Jesus muss es wissen, denn er ist selber der menschgewordene Gott. Klar, über die Aussage können Philipp Möller und Peter Frahm jetzt wieder nur lachen. Ich glaube trotzdem, dass es unglaublich viel gibt, was dafür spricht, dass es wirklich so ist, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Ich habe in einem meiner älteren Videos schon über das Thema gesprochen. Ich könnte auch jetzt noch eine Stunde über das Thema sprechen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir setzen jetzt den Schlusspunkt. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr meine Antwort auf die drei besten Argumente gegen den Glauben fandet. Groß. Das freut mich. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, wir sehen uns. Hey, liebe Community, wie geht's euch? Ich bin's wieder, euer Lieblings-YouTuber Fresh Dan. Ihr habt mir eure Fragen geschickt, Dinge, die ihr immer schon über mich wissen wolltet. Und drei von euren Fragen werde ich heute ganz exklusiv für euch beantworten. Die erste Frage kommt von Alfred Theist aus Blödbeuren. Alfred schreibt, hey Fresh Dan, du bist echt der Coolste. Danke, Bro. Meine Frage, wer ist eigentlich dein Lieblingsfußballer? Ganz klar. Groß. Die zweite Frage heute kommt von Klaus-Dieter Winkler aus Kreuzlingen. Klaus-Dieter schreibt, hey Fresh Dan, du bist echt der Schönste. Danke, Bro. Meine Frage heute, magst du deine Pommes eigentlich lieber lätschig oder lieber kross? Groß. Und die dritte und letzte Frage heute kommt von Verena Hirlinger aus Rottweil. Verena schreibt, hey Fresh Dan, du bist echt der Blödste. Danke, Bro. Meine Frage an dich, wie würdest du eigentlich deine Nase beschreiben?